Also, mein Name ist Nikolaus König. Ich dissertiere im Bereich Computer Games, komme von der Sozialforschung und schreibe auf der Kommunikationswissenschaft. Und ich interessiere mich für Fragen an Games und zwar vor allem natürlich auch Fragen, wie, was sind eigentlich Games, was ist Spiel im Verhältnis zu Spielen, was ist Playfulness, aber was für mich interessant ist, ist die Frage, was für eine Rolle spielen Spiele und das Spielen in Sozialisationsprozessen im weitesten Sinn. Und das, was mich im Augenblick sehr stark beschäftigt, ist einfach die Frage, ist Spiel im Sinn von Play, ist das etwas, was auch ein Teil von Spielen ist? Ist das etwas, wo man manchmal nach den Regeln spielt und manchmal in den Regeln sich freier bewegen kann? Oder ist Spiel im Sinn von Play eigentlich ein ganz starkes Gegenkonzept? Und sind, also um so auf den Punkt zu bringen, sind Spiele, also Games, nicht eigentlich mehr der Versuch, mit Phänomenen von Playfulness umzugehen, indem man sie einschränkt und beschränkt, vielleicht auch in dem Sinn, dass sie nicht zu gefährlich werden, auch im Sinn von Sozialisationsprozessen, ausgehend von der Überlegung, dass Regeln immer ein bisschen dazu dienen, Dinge in geordnete Bahnen zu lenken und damit die Idee von Playfulness auch sehr leicht verloren gehen kann, die ja eigentlich wieder stark damit zu tun hat, dass Playfulness eigentlich der Versuch sein kann, die Bahnen eben zu verlassen. Ja, das, woran ich denke, ist, dass es teilweise wenn man in den Begriffen operieren kann, es gibt die bürgerliche Strategie, auf Provokationen zu reagieren, indem man sie verniedlicht. Also ich kenne Leute aus einem sehr bürgerlichen Umfeld, die dann, wenn sie über Punks reden zum Beispiel, sagen, na, das ist ja nett, die sind ja herzig. Und das ist einfach, das hat ganz wenig zu tun, also da ist die Außenperspektive, glaube ich, eine ganz andere als die Innenperspektive. Und ich glaube, dass das einfach Strategien sind zu sagen, gut, dann macht jemand Sachen anders. Ich habe nichts dagegen, wenn er diese Sachen anders macht, aber er muss halt wissen, dass er damit ganz draußen steht und eigentlich die sehr kleine Rolle des Niedlichen einnimmt für mich.